Guten Morgen, Trader. Gestern kam die Fed zu Wort. Zinssenkung ist durch. Was Powell im Anschluss gesagt hat, waren wichtige Faktoren rein, um die Wirtschaft auch zu stützen, um rezessive Phasen vorzubeugen, das heißt gegen eine mögliche Rezession zu steuern. Das Ganze hat Donald Trump nicht gereicht. Nun gut, es ist, wie es ist. Er braucht natürlich für seinen Wahlkampf steigende Märkte, weil das immer sehr, sehr positiv ist für die Wählerschaft, wenn die Aktienmärkte in den USA steigen. Gut, es ist, wie es ist. Die Zinssenkung ist jetzt durch. Weitere Zinssenkungen stehen selbstverständlich im Raum. Die Märkte haben zumindest bis dato relativ gelassen reagiert. Wir schauen morgen mal im großen Bild des Marktchecks nochmal direkt auf das, wo wir momentan stehen. Das machen wir ja freitags immer so. Und dann gehen wir nochmal so ein bisschen auf das ein, was die Fed auch erzählt hat. Und natürlich, wir schauen mal auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten in Deutschland. Das dann morgen nach unseren Handelsbesprechungen, also spätestens 9 Uhr, gehen wir dann mal auf ein paar fundamentale Statements auch ein. Heute schauen wir auf ein paar Währungspaare in Teilen aus der zweiten Reihe: Australdollar, japanischer Yen, Euro, türkische Lira und Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar haben wir hier auf der Uhr. Zuvor gibt es wie immer zum einen die Einladung: Alle, die hier auch live zuschauen, haben natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen auf der einen Seite und die anderen Seite die Wunschmärkte auch analysieren zu lassen. Und das Ganze wie immer hier und live. Bevor wir in die Charts reingehen, der Risikohinweis, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir auf die Nachrichtenseite. Wir sehen hier heute, es gibt viele, viele Nachrichten aus Großbritannien. Es geht hier los, 10:30 Uhr mit den Einzelhandelsumsätzen. Wichtige Nachrichten, weil auch hier sind natürlich die Umsätze wichtig für die Wirtschaft in Großbritannien. 13 Uhr gibt es dann die Zinssenkung oder Erhöhung in Großbritannien. Wir werden sehen, was gemacht wird. Das auf alle Fälle, heute ist der Zinstag in Großbritannien. Danach gibt es sozusagen den Zinsentscheid und das Sitzungsprotokoll. Das alles hier um 13 Uhr deutscher Zeit. Und dann gibt es um 14:30 Uhr wichtige Nachrichten aus den USA. Wir sehen es hier aufgeführt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir bekommen den Philly Fed Herstellungsindex. Wir bekommen Informationen über Verkäufe bestehender Immobilien. Das also alles heute am Donnerstag. Viele Nachrichten, die teils gute Auswirkungen auf die Währungspaare haben können. Hier sei auch genannt das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar, also das Cable. Das zu den Tagesnachrichten für heute. Und damit gehen wir weiter im Text sozusagen. Ja, Andreas, die Schweizer Notenbank, die fehlt noch. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Uhr, Andreas. Du weißt, ich habe nicht immer jeden einzelnen Markt auf der Uhr. Deswegen sage ich an dieser Stelle auch immer: Bitte schaut auf eure eigenen Trades, die ihr machen wollt oder die ihr im Portfolio habt, welche Zentralbanken beispielsweise hier eine Rolle spielen. Das nämlich hier an dieser Stelle immer zu nennen. Okay, schauen wir auf die heutigen Handelsideen mit drauf. Gehen wir rüber in die Tickmill-Oberfläche mit dem Stereo-Trader. Hier an dieser Stelle bitte nicht verwundert sein. Ich habe gerade die Charts hier durchgeklickt und wir sehen, dass die Zeichnungen, die ich im Blog gemacht habe, aktuell wieder nicht drinnen sind. Das heißt, wir machen einfach weiter im Text. Das heißt, ich gehe einfach hier ein bisschen grafisch auf das ein, was wir haben. Ich zeichne hier mal fix fertig. Danke für die Geduld an dieser Stelle, die hier die Zuschauer mitbringen. Aber es ist halt einfach auch wichtig für die Dinge, die wir hier miteinander besprechen, dass das visuell gut aufbereitet wird, weil ich weiß, der ein oder andere Trader, der braucht sowas auch immer als Hilfe. Deswegen sind ja die visuellen Zeichenwerke auch mit da. Und hier sind wir jetzt schon fertig. Das heißt, grob gezeichnet haben wir hier an dieser Stelle im Euro türkische Lira das Währungspaar zum einen hier oben gehabt an der Marke von 6,50. Das Ganze hatten wir hier oben schon als Trading-Idee für die Short-Seite genutzt, als der Markt aus der tiefen Korrektur heraus rumgedreht ist, also schön die Richtung nach unten auch aufgelaufen hat. Damals hatten wir auch gesagt: Okay, ein erstes Anlauflevel ist mal der Bereich, wo wir gerade stehen, so die 6,28 bis 6,30 in diesem Bereich. Und da ist der Markt auch wirklich hervorragend reingelaufen. Dann gab es hier, wir sehen es selbst, auch eine schöne
Bärische Flagge, die hat auch wieder dafür gesorgt, dass dieser Bereich hier unten an den Tiefs angelaufen wurde. Und jetzt stehen wir wieder unten an dieser Ecke dran. Das heißt, was haben wir hier für Chancen? Wir sehen hier unten sind diese Spike-Bereiche, das sind aktuell Werte. Da sehen wir, da läuft der Markt nicht einfach so runter. Das heißt, ich habe so ein bisschen unterstützenden Charakter an dieser Stelle. Das heißt, hier wird es wichtig zu wissen oder zu sehen, was der Markt macht. Das übergeordnete Bild, wir sehen es, das ist abwärts gerichtet. Wir sehen hier auch im kurzfristigen Bereich, dass die Höchstkurse abfallend sind, das heißt, die Händler auch immer wieder früher draufdrücken. Und hier, was in dieser Stelle jetzt interessant ist, ist einfach die Tatsache, dass wir tatsächlich jetzt die Chance haben, nach dieser Korrektur, die wir hier gehabt haben, einen Abwärtstrend zu bilden. Und dann haben wir einen untergeordneten Abwärtstrend, der in Richtung dieser übergeordneten Abwärtssituation läuft. Und der hat dann, so wie wir das hier sehen, selbstverständlich auch das Potenzial, tiefer runterzulaufen. Erster Anlaufpunkt wäre dann natürlich mal hier das aktuelle Tief dieses Trends, den ich hier markiert habe. Das haben wir um die Marke von ja, 6,115 in etwa liegen hier unten. Das wäre dann quasi der nächste Anlaufpunkt, wenn der Markt tatsächlich unten drunter läuft und wir in Richtung des Zwischentiefs mitgehen. Das sehen wir hier. Und danach ist das Potenzial auf der Unterseite auch noch nicht ausgeschöpft, denn wir sehen, wenn wir mal ein bisschen unten reinschauen, hier das Tief hier, wo der Markt so stark nach unten gefallen ist und hier dann den Boden gefunden hat. Das ist natürlich auch eine Marke, die hat gewisse Relevanzen hier unten, also die Marke um die 6 türkischen Lira beziehungsweise etwas tiefer unten drunter. Wir sehen es hier dann in diesem Bereich. Da ist der nächste Auffangbereich. Das kann ich auch mal noch mit nach drüben ziehen hier. Und damit stehen wir in etwa hier unten in dem Bereich um die Marke von 5. Ja, was haben wir hier unten stehen? 5. Naja, knapp 2,90 in etwa, was wir da haben. Also wir haben einiges am Potenzial nach unten. Und wenn wir mal ausmessen, wie weit die Korrektur hier gelaufen ist, dann hat dieser große Ruck auch das Potenzial natürlich unten reinzulaufen. Und das, was wir hier im kleineren momentan sehen, hat natürlich auch das Potenzial direkt dann auch unten erst einmal das aktuelle Trendtief anzulaufen. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Chance in Richtung des Trends. Das wäre mal die gute Bestätigung, wenn der Markt schön nach unten durch läuft auf der einen Seite. Das wäre Fakt. Auf der anderen Seite, hier unten haben wir gesehen, der Markt ist nicht einfach so nach unten durchgeschlittert, sondern hat immer mal so ein bisschen so einen kleinen Trampolineffekt gemacht. Und da kommt ja auch immer wieder der ein oder andere gerade kurzfristige Trader auf die Idee, okay, schauen wir doch mal, ob wir möglicherweise so einen kleinen Bounce nach oben mitnehmen können. Und da macht es natürlich Sinn zu schauen, wenn man sowas traden möchte, gibt denn der Markt in der untergeordneten Zeit dann halt irgendwelche Anhaltspunkte, wo wir ranlaufen können. Wir sehen ja schon hier oben diese abfallende Trendlinie, da haben wir ja ein paar Tageshochs auch stehen. Und das ist etwas, das sehen wir in der kleineren Zeiteinheit hier der Stunde, als auch als Anlaufpunkte oben drinnen stehen. Das heißt, wir haben hier ein Hoch und hier ein Hoch. Also wenn wir tatsächlich hier unten abprallen, hier an diesem leichten untergeordneten, hier an dieser Stelle leichten untergeordneten Support, dann hätten wir eine Chance nach oben zu gehen. Und das wäre dann natürlich die Möglichkeit, hier oben reinzulaufen, in etwa im kurzfristigen Trading auf das Hoch hier bei 6,325 in etwa. Diese Marke da, die ist auf alle Fälle möglich als Anlaufpunkt. Ein Stückchen höher steht auch noch was. Man muss einfach sehen, wie hoch der Bounce entsprechend geht und was rauskommt. Aber möglich ist das auf alle Fälle. So, das zum Euro-Türkische Lira. Machen wir weiter mit dem zweiten Währungspaar an dieser Stelle. Und zwar schauen wir jetzt einmal auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar. Kanada, da ist er übrigens. Neuseeland-Dollar, US-Dollar läuft auch weiter runter. Und hier haben wir natürlich sehr, sehr schön Parallelen mit am Laufen. Hier sehen wir es auch im Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar an dieser Stelle. Der Markt ist hier schön weiter nach unten mit am Laufen. Das übergeordnete Bild ist definitiv an dieser Stelle auch abwärts gerichtet. Das heißt, wir sehen es, ich zeichne es hier an dieser Stelle auch mal noch mit ein. Also hier in diesem Punkt hatten wir den Abwärtsschub nach unten im ziemlich langen Bereich an dieser Stelle auch. Hier hatten wir zwischendurch mal einen kleinen, ja, sage ich mal, Zacken drinnen, wo der Markt so ein klein wenig korrigiert hat bis hierhin. Das wäre auch mal für eine korrektive Phase mit einem Anlaufpunkt auf der Oberseite. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier weiterhin in diesem Abwärtstrend befindlich, beziehungsweise auch im größeren Bild sind wir natürlich in einem schönen Abwärtstrend befindlich an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier eine Korrektur aktuell am Laufen. Hier oben haben wir das Korrekturhoch gehabt.
Und wenn man an dieser Stelle einfach mal schaut, wie weit ist die Korrektur dann gelaufen, dann ist es auch immer wieder interessant zu sehen, an welchen Stellen solche Märkte auch umdrehen. Hier hat es auch wieder gut geklappt, dass wir direkt reingelaufen sind bis in den Bereich hier oben, um dieses Ausbruchslevel hier in diesem Markenbereich. Ich klemme da auch gleich mal noch kurz ein Preisschildchen dran. Also das wäre hier unten dieser Bereich. Ja, grob die Marke von 0,85. Ich habe das jetzt nicht genau am Tief ausgemessen, sondern hier über den Daumen. Und da sehen wir, da sind wir oben mit Schwäche reingekommen. Hier gab es das Umkehrsignal. Und nun stehen wir wieder unten kurz vor dem aktuellen Trendtief. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welches Potenzial der Markt denn nach unten noch hat. Und das zeigt entsprechend der Blick in die etwas ältere Charthistorie rein, weil da haben wir doch noch einiges an Potenzial mit liegen auf der Unterseite, aber auch mit für die Oberseite. Wir werden das gleich mal sehen. Ich zeichne es mal eben ein, kurzen Augenblick. Da zoome ich den Chart mal etwas weiter mit zusammen. Und zwar, ich nehme einfach mal hier diesen grünen Balken mit nach unten. Und da sehen wir nämlich schon, dass wir hier drüben ein Tief haben. Und zwar ist das das Tief, das Jahrestief von 2018. Das haben wir liegen hier unten irgendwo in diesem Bereich um die Marke von, wo haben wir es? Das Low ist bei 0,834. 8 in etwa hier unten, also dieser Bereich hier drüben, das ist ein Anlaufpunkt auf der Unterseite und dieses Potenzial ist kurzfristig natürlich da, dass der Markt durchaus hier nach unten laufen kann, unter dieses Tief drunter bis in diesen Bereich hier rein. Da steht einiges mit da. Ich ziehe mal ganz kurz eine Linie unten dran, dass wir mal so grob diesen Ausmaßbereich haben und dann schauen wir uns das Ganze mal im engeren Bild an. Nach unten hin kann es dann auch noch weitergehen. Etwas tiefer haben wir, wenn wir uns hier weiter drüben orientieren, noch die Jahrestiefs aus dem Jahr 2015 hier drüben liegen. Die Marke ungefähr 0,828889 hier in diesem Bereich. Und jetzt nochmal reingezoomt, damit wir mal sehen, was wir an Potenzial auch da haben. Also wir sehen schon an dieser Stelle, wir sind auf dem Weg nach unten. Kommt es hier zum Bruch, können wir relativ schnell diese alten Tiefs anlaufen. Das ist das Potenzial auf alle Fälle, was mit da ist. Ein Abprall hat natürlich auch seinen Charme, gerade im kurzfristigen Bereich. Warum? Wir sehen hier oben, 2 Tage lang ging es nicht wirklich über diese Marke hier oben drüber, ungefähr 0,8425. Das ist hier ein Deckel obendrauf in den kleinen Zeiteinheiten. Und das ist natürlich ein Markt, wo man einfach sagen kann, okay, wenn es hier im kurzfristigen Bereich hier unten zu einem Abprall kommt, haben wir hier auch Chance, ein bisschen was nach oben mitzunehmen. Weiter geht es natürlich, wenn wir tatsächlich abprallen, dann hier in das Widerstandslevel bei 0,85 rein. Das steht da, müssen wir aber erstmal sehen, was kommt. Auf alle Fälle sind wir jetzt gewappnet für beide Szenarien. Für den Durchbruch haben wir unsere Chancen ausgelotet, für den Abprall ebenfalls. Das Ganze ist hier im Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar allein im Tageschart zu sehen. Das dazu. Und dann gehen wir noch weiter ins Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen. Hier schauen wir uns allerdings jetzt mal nicht primär zuerst den Tageschart an, sondern wir schauen uns mal den Wochenchart an, ne? Weil wir sehen ja, im Tageschart sind wir schön weit nach oben gelaufen und der Markt kommt jetzt so ein Stückchen runter. Wir sind hier drüben allerdings relativ lange seitwärts gelaufen, sodass wir hier durchaus den Schub nach unten sehen und dann möglicherweise eine Aufwärtskorrektur sehen können. Das wäre das eine. Interessanterweise auch hier. Ich bleibe jetzt doch noch mal ganz kurz im Tageschart drin, wo der Markt hier drüben auch rumgedreht ist, ne? Also auch wieder schön innerhalb eines Widerstandslevel. Wir sind allerdings schon über dieses Widerstandslevel drüber gelaufen, haben es also schon mal abgetestet. Und das ist jetzt interessant für die weitere Betrachtung. Das schauen wir uns jetzt mal eben im Wochenchart an, weil im Wochenchart natürlich die Lage sehr, sehr interessant ausschaut. Wenn man sich das große Bild hier mal anschaut, wohlgemerkt, es ist wirklich der Wochenchart, ne? Dann sehen wir natürlich einen sehr stark abwärts gerichteten Markt. Das ist hier definitiv da. Wir haben hier entsprechend auch den Rutsch nach unten gehabt, den Schub nach unten gehabt, und sind jetzt hier in eine relativ tiefe Korrektur gelaufen. Also das heißt, wenn wir uns mal das letzte Stück hier entsprechend auch mit anschauen, was wir hier trendig auch laufen sehen, dann sehen wir ja, dass wir hier aus der letzten Bewegung schon ein ganzes Stückchen korrigiert haben und auf Wochenbasis jetzt scheinbar ein Umkehrsignal bekommen. Und das wäre dann interessant, auf der Unterseite zu traden. Warum? Weil wir einiges an Potenzial haben. Hier unten, da klemme ich gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Hier unten in diesem Bereich um die Marke von, naja, knapp 67 haben wir das aktuelle Trendtief liegen. Zoomt man das mal etwas weiter zusammen, dann sehen wir, das ist schon ein sehr, sehr weit gelaufenes Tief und wir haben hier drüben
Entsprechend auch dieses Support-Level mittlerweile rausgenommen hier. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was nach unten hin noch kommen kann, wir haben hier drüben eventuell, oder was heißt eventuell, hier so ein Zwischentief auf Wochenbasis gehabt. Hier klemme ich auch mal noch ein Preisschildchen dran. Hier drüben ungefähr ganz grob die Marke von 0,6675. Das ist das Potenzial, was die Woche durchaus nach unten hat, wenn wir diesen Trend hier unten fortsetzen. Das ist aber sehr, sehr langfristig. Im kurzfristigen Bereich, wenn man die Woche mal als kurzfristig überhaupt bezeichnen kann, haben wir allerdings gar nicht die Notwendigkeit, um ein paar, sag ich mal, Erträge zu erzielen, dass wir bis darunter laufen. Ja, wir können ja viel, viel früher jetzt in den Markt reingehen und zwar ganz, ganz aktiv. Hier gehe ich noch mal kurz auf die Woche drauf. Relativ aktiv wird die Woche tatsächlich eine Umkehrung. Das Ganze wird bestätigt und wir laufen hier unter dieses Tief der letzten Woche unten drunter durch. Hier, das ist der Marker. Das heißt, hier diese Bestätigung zu bekommen, dann haben wir durchaus die Chance, erst einmal direkt runterzulaufen in Richtung des alten Trendtiefs. Das ist ja interessant. Das heißt, wir haben hier entsprechend die Tiefs liegen der Woche. Also hier haben wir ja schon mal 2 Wochen am Stück, wo wir schöne Wochentiefs haben. Und dann hier unten das aktuelle Trendtief. Und das schauen wir uns jetzt einfach nochmal auf der Basis des Tagescharts an. Und hier sehen wir momentan, dass wir schon relativ starken Abwärtsdruck auch haben. Und wenn der Markt das entsprechend fortsetzt, wie ich schon gesagt, dann haben wir diese Level hier liegen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, können wir hier im Tagesschart, weil wir aktuell einen Markt haben, der unter doch relativ guter Bewegung läuft, können wir da natürlich unsere Handelsideen rausziehen. Das heißt, die Grundlage ist auf Wochenbasis mal geschaffen worden. Der übergeordnete Trend ist weiterhin abwärts gerichtet. Das heißt, bleibt die Abwärtsdynamik erhalten, dann können wir durchaus hier den Schub weiter nach unten sehen. Das ist erstmal Fakt. Diese Seitwärtsbewegung hier an dieser Stelle ist erstmal rausgenommen. So, das ist jetzt ein Punkt. Aber wir sind ja aktuell schon relativ weit gelaufen, wenn wir uns jetzt mal den Tag anschauen. Das ist ja schon ein ganz schön starker Schub. Und an dieser Stelle wird es natürlich immer interessant, wie weit geht denn so ein Schub weiter? Oder wo haben wir Marker, wo wir aufhalten können? Und hier sehen wir was sehr, sehr Interessantes, was ich vorhin auch angesprochen habe. Wir hatten ja hier im August eine relativ lange Seitwärtsphase. Mal ganz grob über den Daumen hier unten. Wir haben die Tiefs liegen bei 0,70, 0,1, also hier unten bei 0,71 in etwa liegen. Hier oben den Deckel drauf gehabt. Also hier, wo der Markt hier oben reingelaufen ist, diese Spanne hier sozusagen bei knapp 73 japanischen Yen. Das an dieser Stelle. Und das ist jetzt natürlich hier die Sache. Wir sind hier oben ausgebrochen an dieser Stelle hier. Und das ist jetzt natürlich eine Unterstützung. Das heißt, hier wird es dann interessant, wie verhält sich der Markt? Fällt er einfach unter diese Unterstützung drunter? Ist das natürlich eher ein Zeichen dafür, dass wir hier weiter nach unten laufen und wir auf der Unterseite gut unterwegs sind, weil dann laufen wir direkt in Richtung der Woche. Das wäre das eine. Das zweite wäre allerdings, dass wir hier in diesem Bereich eine Umkehr bekommen. Das heißt, dass dieser Bereich weiterhin als Support-Level gilt, dass hier sozusagen Limit-Orders liegen, die nicht ausgeführt worden sind und dann plötzlich hier in diesem Unterstützungsbereich wieder Nachfrage reinkommt. Und das wäre dann das Abprall-Szenario. Also auch hier in diesem Bereich, im kurzfristigen Bereich, ist diese Marke schon relevant und schon interessant zu sehen. Einfach hier das Bounce-Szenario mitzuspielen. Kommt hier Stärke rein, also Abprallstrategie, dann die Oberseite forcieren. Fallen wir allerdings drunter, das heißt, der Markt geht einfach drunter und fällt weiter nach unten ab. Das wäre dann ein Zeichen, dass hier keine Käufe liegen und wir weiterhin auf der Unterseite unterwegs sind. Und dann haben wir ein ganz anderes Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir dann tatsächlich unter diesem Level notieren und dann die Chance eher auf der Unterseite haben. Also entscheidende Marke hier ist dieses Ausbruchslevel um die Marke von 72,98, also knapp 73 japanischen Yen. Das ist das, was uns hier der Tag entsprechend auch mit zeigt. Also das zu den aktuellen Handelsideen für den heutigen Tag. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie es weitergeht hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade, GoToWebinar scheint ausgestiegen zu sein. Andreas, ich sehe dich gerade hier. Schaue ich mal kurz in den Chatverlauf rein, ob wir Fragen haben.
sehe ich momentan keiner. Wir haben viele guten Morgengrüße, das gebe ich einfach mal zurück. Das heißt an dieser Stelle danke für die vielen Grüße hier auch auf Facebook. Dann sage ich von meiner Seite her danke für die Zeit. Einladung für morgen früh steht wieder. Bitte an dieser Stelle 8:30 Uhr merken. Wir schauen dann wieder live in die Märkte und ein paar interessante Handelsideen. Wir schauen in die großen Charts. Wir machen die Analyse hier wieder auf DAX, auf Dow Jones, auf dem S&P, auf den Technologieindex, den US Tech an dieser Stelle. Das machen wir alles. Und dazu schauen wir mal auf die Wirtschaft von Deutschland. Wir haben diese Woche Wirtschaftsdaten bekommen. Wir schauen auf die Aussagen des Fed-Präsidenten. Das alles morgen dann direkt nach den Handelsideen. Also spätestens 9 Uhr geht es damit weiter. Bleibt spannend. Gute Trades für den heutigen Tag. Und dann bis morgen. Tschüss.